Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute ein sehr wichtiges Video für alle Männer, weil jeder Mann diese Situation schon mal erlebt hat oder du vielleicht sogar gerade in der Situation bist. Stell dir vor, du hast gerade eine tolle Frau kennengelernt und ihr habt schon ein bisschen miteinander geschrieben. Vielleicht hattet ihr sogar schon ein Date und auf einmal scheint sie sich zurückzuziehen. Sie schreibt nicht mehr. Vielleicht antwortet sie nicht auf deine Nachricht oder sie weicht Date-Vorschlägen aus und du merkst, die Euphorie, die am Anfang da war, obwohl es ja gut lief, flacht langsam ab. Das liegt meistens daran, dass du es nicht geschafft hast, die Frau schnell zu verführen. Kein Problem, manchmal gibt es Umstände, die es dir nicht erlauben, die Frau schnell zu verführen. Vielleicht hatte sie einfach keine Lust, am ersten Date mit dir nach Hause zu gehen und du hattest danach 2 Wochen Urlaub oder warst viel mit deiner Arbeit beschäftigt. Irgendwas anderes kam bei ihr dazwischen und ja, auf einmal sind die Emotionen, die du aufgebaut hast, am Anfang wieder abgeflacht und sie scheint das Interesse zu verlieren. Und ich möchte dir in dem Video die Lösung an die Hand geben, wie du die Wahrscheinlichkeit erhöhen kannst, dass dir diese Frau wieder schreibt. Und ich werde dir auch aufzeigen, wie du das konkret machen kannst. Deswegen schau dir das Video bis zum Ende an, dann wirst du einen Plan an die Hand bekommen haben, den du jederzeit umsetzen kannst, wenn wieder dieses Szenario eintritt, weil es wird dir sehr oft passieren, umso mehr Frauen du kennenlernst. Zunächst einmal möchte ich mit einem kleinen Gedankenexperiment beginnen. Stell dir vor, du warst in einem Geschäft, wolltest so ein bisschen bummeln, auf einmal siehst du diese geilen Schuhe, die dir richtig gut gefallen. Du probierst sie vielleicht sogar an, du läufst ein bisschen umher und merkst, hey geil, das sind meine Schuhe, die will ich unbedingt haben. Aber vielleicht hast du an dem Tag einfach nicht genügend Geld dabei, um dir die Schuhe zu kaufen und du sagst dir, ja, ich werde die mir auf jeden Fall später kaufen. Und ja, dann kommt dein alltägliches Leben wieder, du widmest dich deiner Arbeit, ein paar Probleme treten ein und du vergisst die Schuhe einfach. Ja, du vergisst, dass es diese Schuhe gibt. Obwohl du ja in dem Moment, wo du die Schuhe gesehen hast und wo du die Schuhe anhattest, gemerkt hast, hey, geile Schuhe, die will ich unbedingt haben. Ja, aber du hast es einfach vergessen. Und deswegen kommt es nicht dazu, dass du die Schuhe kaufst. Aber auf einmal passiert etwas, dass du wieder auf die Schuhe aufmerksam wirst. Du bekommst Werbung, beispielsweise online, du bist gerade bei Facebook oder bei Instagram am Durchscrollen, auf einmal tauchen diese Schuhe wieder auf und du denkst dir, ey stimmt, die Schuhe, die waren ja ganz geil, die wollte ich eigentlich haben. Oder du läufst durch die Stadt und auf einmal siehst du irgendjemanden mit diesen Schuhen rumlaufen und denkst dir, ey, die Schuhe sehen ja live richtig geil aus. Ich gehe in den Laden und hol mir die Schuhe. Ja, und genau das kannst du für dich umsetzen, nämlich Werbung schalten. Ja, es klingt dumm, aber du musst dir vorstellen, du bist der Schuh. Ja, die Frau ist in den Laden gegangen und hat eben nicht den Schuh gesehen, sondern hat dich gesehen, hat gemerkt, hey, der sieht ganz geil aus. Das passt, wir hatten ein cooles Date zusammen, den möchte ich in meinem Leben haben. Aber auf einmal kamen Umstände dazwischen, die Emotionen sind wieder abgeflacht, Probleme sind aufgetaucht, vielleicht sind auch ein paar andere Männer aufgetaucht und sie hat einfach die Emotionen vergessen, die sie in dem Moment gespürt hat, als sie dich gesehen hat. So, und jetzt liegt es an dir. Schaltest du Werbung, damit sie sich wieder an dich erinnert oder lässt du es bleiben? Jetzt natürlich die Frage, wie kann man clever Werbung schalten, ohne zu bedürftig zu wirken? Ja? Ich meine, klar, die einfachste Lösung wäre ja, der Frau wieder zu schreiben oder sie anzurufen. Das ist eine Möglichkeit, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass du das schon gemacht hast in der Vergangenheit, aber sie hat dir nicht geantwortet oder sie ist den Datevorschlag ausgewichen. Du musst es jetzt also schaffen, dass du der Frau subkommunizierst, dass du ein begehrenswerter Typ bist, den sie unbedingt in ihrem Leben haben will. Und das kannst du ganz einfach machen durch beispielsweise Stories. Stories bei WhatsApp, Instagram oder Facebook. Also ich weiß nicht, wer noch Facebook nutzt von euch, aber da gibt es ja noch einige scheinbar. Ich persönlich mache das sehr, sehr häufig und das funktioniert meistens sehr, sehr gut. Beispielsweise meine Freundin habe ich tatsächlich damals mir auch wiedergeholt. Die Emotionen sind abgeflacht. Ich habe eine Story bei WhatsApp geschaltet, nur für sie sichtbar. Das Bild war schon uralt, aber sie hat dann gemerkt anhand des Bildes, ey, warte mal, der ist begehrenswert. Ich sollte ihm wieder schreiben, mich mit ihm treffen. Und sie hat mir geschrieben, sie hat darauf reagiert und wir haben uns am nächsten Tag getroffen. Ich habe sie verführt und wir haben danach die schönste Zeit unseres Lebens gehabt. Also, sie war dankbar dafür, dass ich Werbung geschaltet habe. Wie kannst du das beispielsweise machen? Du musst das Ganze sehr kalibriert machen, damit du nicht als Attention Bitch rüberkommst, weil Frauen merken das auch, wenn du zu bedürftig wirkst. Ja, es gibt ja viele, die andauernd am Posten sind bei Instagram oder Facebook oder andauernd am Stories machen sind und das ist schon wieder so, dass das eher den gegenteiligen Effekt hat, weil eine sehr clevere Frau wird merken, hey, der sehnt sich nach Aufmerksamkeit, der scheint irgendwas ausgleichen zu wollen, der scheint von Aufmerksamkeit von außen abhängig zu sein. Das wiederum würde ich in einem schlechten Licht dastehen lassen, deswegen mache das Ganze sehr kalibriert. Übertreibe es nicht. Ja, ich mache beispielsweise bei Instagram 3 Stories in der Woche. Reicht vollkommen aus.
maximal eine pro Tag. Ja, einfach damit du permanent der Frau ins Gedächtnis rufst, dass du da bist. Wichtig ist natürlich auch, dass du vernünftige Stories postest. Ich habe das immer so gemacht, vor allem bei WhatsApp, dass ich coole Momente per Video festhalte und mir die abspeichere. Und dann gerne mal, wenn ich eine Frau kennenlerne, beispielsweise ich habe sie gerade jetzt auf der Straße angesprochen, wir haben Kontaktmöglichkeiten ausgetauscht, aber die Frau kennt mich natürlich nicht. Die weiß nicht, was ich für ein Typ bin. Ja, und dann habe ich meine Stories noch gespeichert, wie ich beispielsweise einen Fitnesskurs gebe mit ganz vielen Menschen. So, und das lässt mich natürlich in einem extrem guten Licht dastehen. So, und wenn ich das bei WhatsApp so mache, dass ich es nur für diese Frauen, die ich an dem Tag kennengelernt habe, freischalte, dann kannst du diese WhatsApp-Stories auch jederzeit wieder verwenden. So, und dann schaut sich die Frau bei WhatsApp an, hey, was passiert hier? Oh, der hat eine Story, schau ich mal, was das für ein Typ ist. Und dann sieht sie, oh krass, der gibt einen Fitnesskurs vor ganz vielen Menschen. Das scheint ein cooler Typ zu sein, der scheint angesehen zu sein. Menschen lieben ihn. Den sollte ich vielleicht treffen. Ja, und die Frauen merken natürlich nicht, dass du die Story schon mal irgendwann anders verwendet hast, wenn du es clever machst. Ja, ich habe auch schon Momente gehabt, wo ich es nicht so clever gemacht habe. Beispielsweise habe ich in meinem Schlafzimmer eine Wand mit ganz vielen Bildern hängen und ich hatte mich schon mal mit einer Frau getroffen. Die wusste also, was da für Bilder hängen, und ich habe dann später, nachdem sie das Interesse verloren hatte, einfach ein Bild in meinen Status gepostet, so als wäre es gerade erst entstanden. Dabei war das Bild an meiner Wand im Schlafzimmer. Das heißt, sie hat es wahrscheinlich schon mal gesehen. Es hat trotzdem funktioniert. Also sie hat es in dem Moment nicht gesehen, aber es wäre natürlich bitter gewesen. Hätte sie das Bild schon gesehen, hätte sie sich gedacht, hä, warum postet er das Bild jetzt in den Status? Ich meine, das hängt doch bei dem an der Wand. Das ist doch schon uralt. Ja, also mach das immer clever. Bei Instagram, ja, schau, dass du coole Momente festhältst. Bei mir ist es immer so, beispielsweise, wenn ich mit meinen Jungs kicken gehe, mache ich immer eine Story. Wenn ich beim Fitnesstraining bin, dann mache ich eine Story. Das ist einfach super subtil und super einfach. Und eigentlich denkt man sich so, ey, warum soll ich das machen? Ich habe das ja nicht nötig. Ich meine, ich muss ja jetzt nicht eben zeigen, dass ich ein cooler Typ bin. Doch, musst du, weil die Frauen wissen es nicht. Woher sollen sie es wissen? Wenn sie dich nicht gut genug kennen, können sie nicht wissen, dass du ein cooler Typ bist. Also schalte Werbung, dass die Frauen sehen, ey, cool, der trainiert, sieht ziemlich heiß aus, wenn er da seine Übungen macht. Ja, also schau, dass du da auch in einem vernünftigen Licht da stehst. Lass dich mal vielleicht von einem Kumpel filmen, wie du irgendeine Übung machst, die du gut kannst, wo du auch gut aussiehst. Oder in irgendwelchen anderen Bereichen. Beispielsweise, wenn ich ein Buch lese, dann mache ich mal eine kurze Story von dem Buch und sagst so, hey, klare Kaufempfehlung an euch, super geiles Buch zum Bereich XY, noch ein paar Sachen markiert. Dann sieht die Frau, hey, das scheint ein intelligenter Typ zu sein, der bildet sich weiter. Attraktiver Mann scheinbar. Ja, also denk dir da ein paar Sachen aus, die du machen kannst. Natürlich mach es nicht zu auffällig, nicht zu oft, aber du wirst sicherlich Lebensbereiche haben, die dir Spaß machen, wo du gut aussiehst, und dann kannst du davon einfach ein kurzes Video machen, speichere dir das ab und die kannst du immer wieder bringen, vor allem bei WhatsApp, wo du ja selber einstellen kannst, wer diese Stories sieht. Also schalte einfach alle anderen aus, die neuen Kontakte, denen du diese Werbung schalten möchtest, denen schaltest du diese Werbung. Noch ein Geheimtipp am Ende. Frauen lieben es natürlich zu sehen, dass du begehrenswert bist, auch bei anderen Frauen. Ich habe immer meine Stories abgespeichert, wo ich gerade mit anderen Frauen irgendwas mache. Beispielsweise, wie eine Frau gerade eine Story macht, wie ich mit ihr Roller fahre, sie mich markiert hat. Oder eine andere Frau, die mit mir trainieren war im Fitnessstudio und auch ein Video gemacht hat, wie wir zusammen da trainieren. Das heißt, nicht aus deiner Perspektive gefilmt, sondern aus ihrer Perspektive gefilmt, hat das natürlich noch viel mehr Effekt. Ja, das zeigt den Menschen, hey, das scheint ein begehrenswerter Typ zu sein. Und dann speicherst du dir diese Videos ab und schaltest, wie gesagt, diese Werbung konkret auf genau diese Kontakte, die du neu gemacht hast, oder auf die Frau oder die Frauen, die das Interesse an dir verloren haben oder wo die Emotionen abgeflacht sind. Das ist ein super einfaches Prinzip, super primitiv, ich weiß, aber es funktioniert einfach. Ja, also denke mal an den Schuh, den du gesehen hast, aber du hast einfach vergessen, dass es diesen Schuh gibt, und auf einmal hast du Werbung bekommen und denkst dir so, hey krass, ja stimmt, das war geil. Der Schuh sah geil aus und hat sich gut angefühlt. Und dann hast du den Schuh gekauft. Und genauso geht es den Frauen. Die können sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, dass du so ein geiler Typ warst. Und dann müssen sie erstmal sich wieder vor Augen führen, wie sich das angefühlt hat mit dir, das Date oder das Schreiben oder das Kennenlernen. Also, Werbung schalten, Leute. Coole Videos machen. Ja, es lohnt sich auch, da mal jemanden ranzuholen, der eine gute Kamera hat. Könnt auch mal losgehen, einfach mal ein paar Bilder machen von euch. Nur macht das Ganze eben nicht zu offensichtlich, dass ihr nicht als Attention-Bitch dasteht. Und dann werdet ihr sehen, auf einmal fangen an, die Frauen auf die Stories zu reagieren oder schreiben von sich aus wieder. Oder mach eine vernünftige Story und dann schreibst du ihr wieder, damit sie nicht die Hürde hat. Weil es kann natürlich auch sein, dass sie sich denkt, ja, okay, ich habe jetzt lange nicht geschrieben. Kommt jetzt komisch, wenn ich jetzt schreibe, vielleicht antwortet er mir da nicht, nee, mache ich mal lieber nicht.
Nein, dann machst du so, schaltest Werbung, coole Story, cooles Foto und dann schreibst du ihr am Tag darauf, hey, bla bla bla, ich bin noch morgen in der Stadt, ein Burrito essen oder das und das machen. Komm noch mit, hast du Lust? Und dann wird sich die Frau denken, hey, stimmt, ja, Gott sei Dank hat er mir geschrieben, ich wollte es ja gerne machen, aber ich habe mich jetzt nicht getraut, also treffe ich mich mit ihm. Gut, ich denke mal, ihr habt das Prinzip verstanden. Ich hoffe, dir hat das weitergeholfen, der kurze Tipp hier an der Stelle. Mir hat das schon so oft geholfen, deswegen probier es einfach aus. Ich meine, schlimmer kann es eh nicht werden, wenn sie dir nicht mehr schreibt, dann ist das die Möglichkeit, um den ganzen Bogen noch rumzuschlagen. Vielleicht hat sie auch einfach das Interesse an dir verloren, vielleicht hat sie wen anders kennengelernt. Dann ist die einfachste Möglichkeit, rauszugehen und neue Frauen kennenzulernen. Ja, wenn du dabei noch Unterstützung brauchst, dass du ja in der Lage bist, jeden Tag neue tolle Frauen kennenzulernen, dann buch dir gerne ein gratis Erstgespräch bei mir, ein Strategiegespräch. Ich werde dir schon die ersten Ratschläge mit an die Hand geben. Ich werde dir aufzeigen, wie ein Coaching mit mir zusammen aussehen kann. Wir gehen das Ganze zusammen an und du wirst sehr schnell sehr gute Ergebnisse haben und wirst wahrscheinlich gar nicht das Problem haben, dass die Frauen nicht zurückschreiben, weil du dann irgendwann so viel Auswahl hast, dass du die Frauen rauspickst, die einfach so begeistert sind von dir, dass du gar nicht irgendwelche Spielchen mit den Frauen spielen musst, sondern die von sich aus sagen, yes, den will ich haben, mit dem will ich eine coole Zeit haben. Geh auf jeden Fall raus, mach deine Erfahrungen, lerne die Frauen kennen, es ist Sommer, ja, also es ist die beste Zeit des Jahres, um neue Kontakte zu machen. Ich wünsche dir richtig viel Erfolg dabei, wir sehen uns beim nächsten Video, bis dahin, ciao.